was für mich besonders an Borg und am Ferienlager und am Geschehen ist, dass ich da für mich entdeckt habe, in welche berufliche Schiene ich später gehen möchte. Ja, das ist das Schöne, wenn man lange so wie Katrin und ich hier im Lager war, man begleitet ja förmlich Kinder von der ersten Klasse an, wo sie in aller Regel das erste Mal hier sind. Es ist spannend, wie sie dann so groß werden. Und man kann ja wirklich auch beobachten, dass ja fast 70% aller Kinder jedes Jahr wiederkommen, bis sie dann halt so alt sind, dass sie halt nicht mehr können, weil sie dann halt schon fast 18 sind und ja selbst Betreuer sein könnten. Insofern ist es schon spannend, dass man auch viele Kinder über ihre Kindheit begleitet hat aus der Ferne. Interessant ist auch, obwohl immer ein Jahr dazwischen liegt, am Anreisetag ist das Gefühl, als wäre dieses Jahr dazwischen nicht gewesen. Betreuer, also man kann nicht alle Betreuer auf einmal beschreiben, denn jeder ist auf seine Art toll, besonders und anders. Also was muss jemand mitbringen, der hier gerne Betreuer sein will? Ja, es ist egal. Also je älter man wird, desto schwieriger ist das, glaube ich, sich in diese kindliche Perspektive reinzuversetzen. Ja, in erster Linie total nett. Bitte cool, nicht meckern. Lass uns doch bitte lange wach bleiben. Lass uns ausschlafen. Keine Ahnung, bring uns irgendwas bei. Wir hatten mal einen Betreuer, der hat uns Tanzen beigebracht. Das war ein Gott für uns. Man muss sagen, ein perfekter Betreuer müsste witzig sein, locker sein, sollte, wenn es sein muss, auch mal streng sein, aber sollte auch nicht nachtragend sein. Ja. Genau. Und er soll schon Süßigkeiten schenken. Viel Süßigkeiten. Ja, also ich glaube nicht, dass deine Motivation daraus kommen sollte, dass du eben, wie du schon sagst, ein Praktikum absolvierst oder ja, ich sag mal, extern dazu stößt, sondern du musst eine gewisse intrinsische Motivation haben hier, um einfach zu sagen, ich habe richtig Bock, mit Kindern was zu unternehmen, Kindern schöne Ferien zu bereiten und ein gewisses Herz haben. Und du musst einfach auch, finde ich, offen sein für alle Typen von Menschen. Also versuchen, so einen Blick für das Ganze zu haben, das finde ich sehr wichtig. Und natürlich liebevoll zu sein und mit dem Herzen dabei zu sein. Also wenn du hier irgendwie nur deine Zeiten absitzt oder dir gerade mal so denkst, ja, ich probiere mich hier einfach mal aus, dann reicht es nicht aus. Punkt, aus, Ende. Also das ist... Es sollte auf keinen Fall irgendein Langweiler sein, der hierher kommt, weil er ein paar Mark verdienen will und vielleicht noch ein paar Stunden für seine Erzieherausbildung braucht. Nee, so eine Typen brauchen wir hier nicht. Wir brauchen hier Leute, die mit viel Leidenschaft, mit viel Herz, mit viel Engagement, Kreativität an die ganze Sache rangehen und wirklich Herz beweisen, empathisch sind. Solche Leute brauchen wir hier und solche Leute suchen wir immer wieder. Wir wollen ja Urlaub machen hier. Nicht nur die Kinder, auch die Betreuer wollen, trotz der anstrengenden Geschichten, machen die das auch aus Freude und Spaß und letztlich auch Erholung. Körperlich weniger Erholung, weil man eben viel hier draußen unterwegs ist und organisiert und macht. Aber die Seele erholt sich auch bei Betreuern. Das Betreuerteam ist eigentlich das Wichtigste am ganzen Ferienlager, weil wenn das nicht stimmt, dann läuft das Lager nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns untereinander alle verstehen, dass wir auch Teil der Familie sind und dass wir uns einfach gern haben, dass wir Hand in Hand arbeiten und so auch eine tolle Zeit für die Kinder schaffen.